Im Jahr 2021 wird sich nicht nur mit einem neuen Energiegesetz einiges ändern. Durch das sogenannte Erneuerbare Energieausbaugesetz, kurz EAG, soll die Energiewende zum Schutz des Klimas beschleunigt werden. Bei erneuerbarer Energie setzt man auch auf die Ressourcen in der Land- und Forstwirtschaft. Bettina Zayatz hat für unsere einschlägige Serie recherchiert. Wenn jemand mit Holz heizt, steigt der Rauch aus dem Kamin des Hauses auf. Wenn aber viele indirekt mit Holz heizen, dann braucht das Haus nicht einmal einen Kamin. Es wird woanders, meist in der näheren Umgebung, ein Biomasse-Heizwerk befeuert. In Irtning passiert das Ganze schon seit genau 30 Jahren. Und der Walter Rudolph ist Obmann der bäuerlichen Biowärme. Wie funktioniert bei euch dieser Kreislauf? Wir sind da 18 Mitglieder. Wir übernehmen für die Mitglieder oder für andere Land- und Forstwirte in der Region das Holz, erzeugen damit die Wärme und liefern die dann über unser Rohrsystem zum Abnehmer in die einzelnen Häuser. Was Irtning als Pioniergemeinde ausmacht, diese umweltfreundliche regionale Energieversorgung, das soll auch im gesamten EU-Raum umgesetzt werden. Das neue Energieausbaugesetz in Österreich, kurz EAG, soll bis 2030 eine 100%ige Energieversorgung durch erneuerbare Energie bringen und den Ausstieg aus fossiler Energie im Wärmebereich. Mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz will man ganz klar Rahmenbedingungen schaffen, dass man die Bürgerinnen und Bürger auch an der Energiewende beteiligt. Der Land- und Forstwirt soll beim Klimawandel mit seinen Ressourcen eine große Rolle spielen. Auf ihren Betrieben haben sie die besten Voraussetzungen dafür, egal ob jetzt Photovoltaik auf den Dachflächen, Biomasseanlagen, Hackschnitzel, Brennholz, auch Wasserkraft, Wind. Es ist ja ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, ich beziehe von meinem Nachbarn, vom Bauern, den Strom und die Wärme. Auf das kann ich mich verlassen, weil dem wird es die nächsten Jahre auch noch geben. Ich habe quasi meinen Produzenten direkt vor der Haustür und die gesamte Wertschöpfung bleibt in der Region. Das neue Energiegesetz soll ab März 2021 kommen. Es macht dann auch möglich, dass herkömmliche Heizungs- oder Elektrizitätskonzerne nicht mit von der Partie sein müssen.